Willkommen, Ladies und Gentlemen, zurück zu Street Fighter 5 und heute geht es in die Online-Matches. Ja, ich habe vorhin schon meinen ersten Kampf gewonnen und ich wollte einfach komplett mal durchstarten und mal sehen, was hier los ist. Und ja, Kämpfe zu kriegen ist auf jeden Fall schon mal sehr leicht. Ich werde natürlich online mit Cammy spielen, Cammy ein bisschen leveln und naja, mal sehen, wie ich mich so schlage. Also wie gesagt, meinen ersten Online-Kampf habe ich eben schon bestritten und den habe ich sogar gewonnen. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Auf jeden Fall wird das hier sehr lustig werden. Okay, wir kämpfen jetzt gegen einen Level 1 Ryu. Inwieweit jetzt die Level was damit zu tun haben, weiß ich nicht. Aber schauen wir mal, wie ich mich so mache. Vielleicht kriege ich jetzt auch wieder gewaltig den Arsch voll. Ja, wünscht mir Glück. Ah, komm schon. Das hättest du gerne. Unsere V-Trigger sind voll, aber den hebe ich mir für die zweite Runde auf. Okay, sehr gut. Okay, so kann es weitergehen. Oh, der hat ihn geblockt. Sehr cool. Hier kann man auch mal so ein bisschen lernen, die Hadouken wegzunatzen. Das müsste ja eigentlich relativ gut funktionieren. Unglaublich cool. Unglaublich cool, wie sich das spielen lässt. Viel besser als der vierte Teil. Oh ja. Ah, okay, die Runde geht an ihn. Aber richtig gut. Final round. Fight. Das ist genial. Diese Art und Weise, wie Cammy ausweicht, ist einfach so der Wahnsinn. Das ist sehr cool. Oh, Cammy lässt sich super geil kämpfen. Komm her. Oh, Hammer. Hab dich. Und wieder gewonnen. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Aber es war ein gutes Match. Wirklich ein sehr gutes Match. Es lässt sich um einiges besser kämpfen. Der Kampf ist mein Beruf. Ich suche keinen Sinn darin. Früher nicht und heute nicht. Ja, und ihr seht, ich level weiter. Ich suche mir immer noch einen Gegner. Na, das macht doch mal Spaß. Wenn das dann später mit meinem Kumpel auch so gut läuft, ich kann ihn euch schon mal vorstellen, es ist Daniel. Ich weiß noch nicht genau, wie wir ihn hier nennen werden, aber ich werde ihn einfach Daniel nennen. Das wird sehr lustig. Und ihr seht auch rechts oben, Fight Money wird immer mehr. Ich bin jetzt bei 40.100. Das ist natürlich noch eigentlich nichts. Aber da wird noch einiges kommen. Schauen wir mal, gegen wen wir jetzt antreten. Bin ich mal sehr gespannt. Das lässt sich so genial spielen. Unglaublich gut. So, wer ist denn mein nächster Gegner? Na komm. Jetzt bin ich mal gespannt. Gegen Nash. Da bin ich mal gespannt. Ich bin übrigens in dem Freundschaftsspiel. Das ist kein Ranglistenspiel. Das ist einfach nur mal, damit man einigermaßen klarkommt hier. Ne? Also wundert euch nicht. Die LP erhöhen sich hier nicht. Das erste Mal gegen Nash. Okay, Cammy Maus. Dann schau mal, ob wir das hier hinkriegen. I will fight you. Round 1. Wahrscheinlich werden jetzt sehr viele Leute online sein, die einfach nur testen, wie das hier funktioniert. So wie ich halt. Oh, oh, oh.
ein bisschen mehr Konzentration hier. Ah, okay. Ich muss erstmal einigermaßen was ausprobieren, aber diese Attacke, die einen Sonic Boom oder einen Hadouken ausweicht, ist sehr cool. Und diese hier, die ist super leicht auszuführen. Macht auch wirklich echt Spaß. Ah, die Runde werde ich auf jeden Fall nicht gewinnen. Aber es macht Spaß. Und wie das Spaß macht. Meiner! Sehr schön. Ich finde es gut, dass die Spieler aber auch mal so ein bisschen rumprobieren und nicht gleich voll auf Attacke gehen. Final Round. Fight. Und trifft er? Er trifft. Sehr gut. Sehr guter Kampf auf jeden Fall. Ah, gewonnen! Guter Kampf. Sehr guter Kampf. Na, das macht doch Spaß. Das macht doch richtig Spaß. Wir versuchen beide im Beißen aufzuhalten. Im Gegensatz zu dir habe ich nicht vor, dabei zu sterben. Ja, also ihr seht schon, ne? Ich bin hier sehr offensiv und ich habe weiter Erfahrungspunkte gekriegt. Ja, auf zum nächsten Match. Und da ist schon der nächste, der sich uns entgegenstellt. Boah, jetzt bin ich mal gespannt. Sehr ausgewogen von der Kämpferriege her. Bis jetzt habe ich noch keine Doppelkämpfe gehabt mit Charakteren. Also sprich zweimal Ken, zweimal Ryu oder sowas. Die Leute versuchen hier einfach die neuen Kämpfer oder auch die neuen Kampfmechaniken. Vielleicht haben wir auch mal einen Kampf gegen Lekali. Na, wieder gegen Nash. Okay. Der hat sich auch schon mal im Ranglistenspiel versucht. Ihr seht, der hat 15 LP und ist auf Level 32. Das heißt, der wird mir wahrscheinlich den Arsch versohlen. Aber ist ja egal. Hauptsache, wir haben ein bisschen Training. Schauen wir mal, wie wir uns anstellen werden. Gegen Nash. Round 1. Fight! Okay. Er ist auf jeden Fall sehr defensiv. Defensiv, ja. Aggressiv. Nicht defensiv. Der greift auf jeden Fall voll an. Na, komm. Ja, mein Block war offen. Aber sehr gut, macht Spaß. Mir macht der Online-Modus hier mehr Spaß als in Teil 4, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, das liegt aber auch daran, dass die Leute hier noch kaum Kampferfahrung haben, ne? Super. Super geiles Match auf jeden Fall. Ja, macht Spaß. Wir rocken die Bühne, Kemi Mouse. Vielleicht schaffen wir das ja sogar, auch diese Runde für mich zu entscheiden. Ja.
Teleport-Angriff ist echt Hammer. Gefällt mir. Also mit Nash muss ich auf jeden Fall ausspielen. Ha! Hab ich dich. War aber wirklich ein gutes Match. Kann man nicht anders sagen. War super. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wie viele Punkte kriegt man da? Ach, Fight Money. 50 für einen Sieg. Okay, interessant. Machen wir noch eine Runde. Nächstes Casual Match. Gegen... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich schon lange nicht mehr so viel Spaß an Street Fighter gehabt. Das ist unglaublich cool. Es macht echt Spaß, Leute. Wer ist der Nächste? Zeige dich. Gegen Chun-Li. Sehr cool. Level 17. Spielt auch noch keine Ranglistenspiele. Finde ich gut. Wir probieren einfach alle erstmal so ein bisschen rum hier. Sehr cool. Da bin ich mal gespannt. In Forgotten Waterfall. Irgendwie eine der Lieblingsstages aus Street Fighter 5. Mal sehen, wie wir uns gegen Chun-Li behaupten. Round 1. Fight! Okay. Ich finde das Street Fighter 5 von Chun-Li so geil umgesetzt. Da hat jemand schon Kombos gelernt. Hab dich. Ja, gut. Sehr gut, macht Spaß. Heilig, dass ich mich davon treffen lasse, aber ich muss halt lernen, wie ich der Sache ausweichen kann. Und dein Block war offen. Trigger aktiviert. Oh, voll getroffen. Na komm. Oh, komm schon. Jetzt wird's aber eine enge Sache. Ah, oh, scheiße. Ah, oh, okay. Das ist ein gutes Match. Macht echt Spaß. Wer auch immer da jetzt gerade gegen dich kämpft, hat's drauf. Hat's schon mal gar nicht schlecht drauf. Oh, was machst du? Ach, bin ich so verrückt. Was war das? Ah, okay. Gutes Match. Sehr gutes Match. Sehr gut. Nicht schlecht. Wir haben uns lange nicht abseits der Arbeit gesehen. Vielleicht kannst du jetzt etwas durchatmen. Ja, verliere ich denn jetzt auch wieder Sachen? Ist so eine Sache, ne? In Teil 4 war es halt so, dass man Sachen verloren hat, aber ich glaube, das war bei den Rangmatchen. Ich würde sagen, zum Abschluss dieser Folge einfach mal ein bisschen online testen. Gehen wir mal auf Ranglistenspiel. Und lass uns da mal ordentlich den Hintern versuchen, weil ich glaube, da sind nämlich schon die ganzen guten Kämpfer auf jeden Fall. Und mein allererstes Ranglistenmatch. Werde ich es gewinnen, werde ich es verlieren? Ich tippe eher auf verlieren, aber ich bin mal sehr gespannt. Da das Spiel jetzt heute, wo ich das aufnehme, heute ist es erst erschienen, werden schon einige Leute sehr viel gespielt haben. Und wahrscheinlich auch ihre Charaktere schon sehr hoch haben. Schauen wir mal, gegen wen wir antreten dürfen. Oh, noch gegen Weißen. Ach du Scheiße. Ja, okay.
AlexCats84 ist mein Gegner. Da bin ich ja mal gespannt, was der drauf hat. Wünscht mir Glück, Leute. Als kleiner Abschluss für diese Folge wird das sicherlich jetzt sehr interessant. Mein erstes Ranglistenspiel. Okay. For those who I wish to protect, I will fight Bison. Ich bin doch gleich aufgeregt. Dann mal los. Fight. Okay. Wer auch immer das ist, Mr. AlexCats hat noch nicht wirklich so mit Block was am Start. Ja, okay. V-Trigger aktivieren. Vorsichtig. Den müsste ich aber eigentlich platt kriegen. Okay. Aber interessant. Lässt sich wirklich nicht schlecht denn. Wahrscheinlich ist das auch sein erstes Ranglisten-Match. Übertreib's nicht! Ah, schade. Er hat seinen Block gerade. Zu seinem Glück. Langeweile? Ja, komm schon. Oh. Hab dich und somit habe ich mein erstes Ranglistenspiel gewonnen. Jetzt bin ich mal gespannt, was es da für Points gibt. Da bin ich jetzt echt gespannt. Nie wieder werde ich mich deiner Macht beugen. Scheint als würde Kung Fu gewinnen. 65 Punkte. Wollen wir noch eins machen? Klar, los, komm. Eins machen wir noch. Jetzt habe ich Blut geleckt. Titel Blitztritt ist jetzt verfügbar. Sehr interessant. Tja, abseits von diesen Aufnahmen werde ich definitiv noch einige Matches starten hier. Das macht mir so viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Oh Gott, ich hoffe, dass ich das irgendwann auch jetzt regeln kann, dass ich mit meinem Kumpel zusammen eine Folge für euch aufnehmen kann. Oder zwei. Ich glaube, das wird dann eher ein verdammt würdiger Gegner. Denn wir haben uns von Kindheit an schon bei Street Fighter ordentlich eingegeben. Bis dass die Finger voller Blasen waren, noch damals zu Super Nintendo-Zeiten, auch auf PlayStation 3 zu 4. Haben wir zu Anfang auf jeden Fall einige Sessions gehabt. Wir haben uns dann für ein paar Tage immer getroffen und haben losgelegt. Ja, mal sehen. Das erste Mal jetzt die Chance, das Ganze online vom PC auf Konsole zu spielen. Wie das wird, da bin ich echt gespannt drauf. Ja, los, komm. Nächster Gegner hier. Die Wartezeit ist allerdings ein bisschen hoch, wie ich sehe. Aber das sind alles Kinderkrankheiten. Ich denke mal, das wird sich dann im Laufe der nächsten Wochen oder Monate alles regulieren. Für den Anfang auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ja, und solange wir auf den Gegner warten, Leute, habt ihr Lust, dass ich noch mehr Online-Matches für euch mache? Wollt ihr mehr davon sehen? Dann einen Daumen nach oben und ein Kommi unten rein. Schläge sollen mehr online kämpfen. Bis jetzt ist es aber wirklich noch sehr leicht, weil das Spiel gerade jetzt erst heute erschienen ist und noch kaum erfahrene Kämpfer am Start sind. Das wird, denke ich mal, irgendwann echt heftiger werden, wenn die Leute mehr drauf haben. Aber das macht nichts. So, wir haben eine Verbindung. Jetzt das offiziell letzte Online-Match für diese Folge. Wer wird es sein? Wer wird unser Gegner sein? Ich zitter schon wieder. Es ist so genial. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an dieser Folge wie ich. So, wer ist Rashid? Noch nie gegen Rashid gekämpft, außer, glaube ich, in einer der Vorstellungsfolgen. 5 Siege hat er. Wieso steht da, er hat 5 Siege und ich habe nur einen Sieg? Ach, ich habe bereits eine Runde Online-Matches gespielt. Dann wird der gute Kerl hier... Alter, ist Level 89? Ach du Scheiße. Ja, okay. Ich meine, man kann nicht immer gewinnen. Der wird wahrscheinlich voll heftig sein. Versuchen wir unser Glück. Oh.
Oh ja, einer, der schon Kombos drauf hat. Ja, okay. Ja. So soll es dann auch aussehen, ne? Der wartet nur auf einen Fehler. Opa. Da ist einer, der schon mit Rashid auf jeden Fall sehr trainiert hat. Ich tippe mal aber auch stark drauf, ein Beta-Spieler. Ich bin ja nie in die Beta reingekommen, was ich ja sehr, sehr schade fand. Ich hatte mich echt drauf gefreut, ein bisschen Beta-Gameplay abzuziehen. War leider nicht drin. Was ich doch persönlich sehr schade finde. Seht mal, wie der Typ blockt. Unglaublich. Der hat's drauf. Ja, der hat's echt drauf. Der weiß, was er tut. Holy shit. Dafür, dass er aber so gut ist, halte ich mich doch recht gut. Hätte ich nicht gedacht. Alter, diese Wirbelwind-Dinger sind ja wohl, ne? Na gut. Oh, scheiße. Ah, oh, mein Block war offen. Sehr gutes Match. Sehr gutes Match. Nicht schlecht. Der ist auch im Rang schon. Nee, ich bin sogar im Rang höher, oder habe ich jetzt gerade verguckt? Nein, kann gar nicht sein. Ganz ruhig, ich tue deinen Freunden nichts. Ja. Cammy hat Level 9 erreicht. Sehr schön. Aber werden jetzt Punkte abgezogen? Ja, Tatsache. Es werden auch hier wieder Punkte abgezogen. Ihr seht gerade, er hat 446 Liga-Punkte insgesamt. Ich habe 40. Okay, es ist nicht schlecht. Ja, Leute, ich würde sagen, das war die Folge zum ersten Mal Online-Matches im Casual und im Ranked-Match. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, mir macht es unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Wie gesagt, wenn ihr noch nicht habt, lasst mir noch ein Abo da. Ich liebe Street Fighter 5 und wenn ihr Street Fighter 5 genauso mögt wie ich, dann seid ihr hier genau richtig. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis denn dann und reingehauen.